Heute haben wir einen Budget-Sneaker von Nike, der für den Sommer geboren ist. Dann schauen wir uns das an. Freunde, heute haben wir den Nike Court Legacy Canvas. Werfen wir mal einen Blick drauf. Aha, packen wir mal den Karton zur Seite und dann schauen wir uns diesen Budget-Sneaker an. Erinnert natürlich so ein bisschen an die Vintage-Vibes, ne? Also Canvas-Schuh, Low-Top. Und was wir hatten ja schon mal hier auf dem Kanal einen Low-Top-Sneaker von Nike, so für den Sommer aus Leder, den wir uns angeschaut haben, der eine eher flache Silhouette vorne um die Toebox hatte. Und wir sehen hier direkt auf den ersten Blick, wir haben hier dieses Aufgebockte. Wir haben die Außensohle hier. Schaut euch das mal an. Typisch Sommerschuh, perfekt. Geht hier ein bisschen höher und dann haben wir das Aufgebockte, aber dann insgesamt eigentlich recht flach. Ist natürlich auch so ein bisschen dem Material geschuldet, dem Canvas, dem Stoff, was aber völlig legitim ist. Was ich wiederum aber schön kombiniert finde und auch sehr schön eingesetzt finde von Nike hier, ist, dass der Swoosh hier aus Leder ist. Ihr seht das, wirklich schön gemacht. Und gerade die Kombination, man neigt ja dazu, wenn man einen Stoffschuh macht, dass man dann natürlich auch irgendwas draufprintet oder irgendwas anderes als Logo benutzt. Aber ich finde die Kombination mit dem Lederswoosh auf den Stoff wirklich sehr, sehr nice. Was ihn auch so ein bisschen schön macht, ist der schwarze Streifen. Sehr schön gewählt. Haben wir natürlich so ein bisschen auf beiden Seiten. Insgesamt sehr gelungen. Die Zunge extrem dünn, auch aus dem gleichen Material. Haben natürlich nochmal das Nike-Logo mit ein bisschen Rot mit drin, was völlig legitim ist. Und das könnte eigentlich, glaube ich, einer meiner Favoriten Sommersneaker werden. Er ist unfassbar leicht. Fühlt sich unfassbar gut an. Er muss mir jetzt nur noch stehen im On-Feed-Teil, was wir uns gleich anschauen werden. Ansonsten die Einlegesohle weich. Ich dachte, auf den Bildern war er echt gut, ne? Aber ich dachte nicht, dass er mir so gut gefällt. An der Ferse haben wir auch nochmal einen Ledereinsatz mit Nike hier gestanzt. Sieht auch schön aus. Ich bin mehr als positiv überrascht. Hinten nochmal das Swoosh-Logo drauf. Und insgesamt wirklich. Ich weiß ja immer, was ich kaufe, was ich bestelle. Und ich bin gespannt, wie er sich auch im Alltag machen wird. Weil normalerweise bei Stoffschuhen, die reiben gerne auch mal ein bisschen. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem Schuh. Sehr, sehr gutes Gefühl. Und natürlich einen kleinen Nike-Swoosh und man bezahlt dafür nicht viel Geld. Ich will euch das Ganze jetzt aber mal auch on feed zeigen, Freunde. Lasst uns mal rüberhüpfen und das Ganze anschauen. Wenn du einen Schuh anhast und keinen Schuh am Fuß fühlst, dann weißt du, du hast hier offiziell den besten Sommersneaker der Welt gefunden. Freunde, ich will es mit einem Satz sagen, nicht ein Wort. Ich liebe diesen Schuh. Er fühlt sich so toll an. Als hätte ich wirklich jetzt Real Talk unter uns, als hätte ich nur Socken an. Wirklich nur Socken. Ey, das fühlt sich so toll auf dem Fuß an. Und wenn ich das mit einem Wort jetzt beschreiben müsste, wo wir bei einem Satz waren, jetzt mit einem Wort, clean. Schaut euch mal das an. Es schaut so gut aus. Ich könnte so sofort rausgehen. Ich wüsste nicht, mit was mir der Schuh nicht stehen würde. Canvas, Stoff, fühlt sich hammergut auf der Haut an. Selbst mit so kürzeren Socken. Oh mein Gott. Da kannst du sogar vielleicht die Socken weglassen. Würde ich sogar fast vermuten. Sogar so reinhüpfen oder so unsichtbare Sneakersocken dazu anziehen. Ey, ich zeige euch das ja. Moment. Beruhigen wir uns. Ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad, dass ihr das Ganze mal hier so ein bisschen gesehen habt. Ich kann mal für euch auch ein bisschen hier ein paar Steps machen. Ey, als würde ich barfuß laufen. Das ist ja unfassbar. Ey, was habe ich denn bitte hier wieder für einen Fang gemacht? Das ist ja unglaublich. Ich sehe schon kommen, der Schuh wird ausverkauft sein. Ich werde ihn in die Story posten und würde jeder fragen, wo ich den her habe. Unfassbar schön. Nike, ich gehe manchmal wirklich sehr, sehr hart ins Gericht mit euch, wenn es um das Thema Nike Dunk geht, Qualität, Verarbeitung etc. Aber das, was ihr hier gemacht habt, zwei Daumen nach oben. Unfassbar schöner Schuh. Unfassbar gut on feed. Und er sieht dazu auch noch sehr knackig, frisch, minimalistisch und sexy aus. Hey, Jackpot, Freunde, ich liebe ihn. Gefällt mir echt sehr, sehr gut.